Ab aufs Land. Der Podcast der Landidyll Hotels und Restaurants für Reisen in die schönsten Regionen Deutschlands. Heute stellen wir eines unserer Landidyll Hotels vor. Die Menschen, was sie antreibt, wofür sie stehen und natürlich, was man im Hotel und rundherum erleben kann. Hallo und herzlich willkommen zu Ab aufs Land. Ich bin Andreas Wurm und ich freue mich, euch mit vielen Ideen und Inspirationen für euren Urlaub abseits der Hektik des Alltags zu versorgen. Bei den Landidyll-Hotels erwarten euch immer Gastgeberinnen und Gastgeber, die in ihrer Heimat tief verwurzelt sind. Und damit haben sie auch die besten Tipps für Wanderungen oder Radtouren, sind oft auch leidenschaftliche Köche oder Köchinnen, die aus den Produkten ihrer Region köstliche Gerichte für euch auf den Teller zaubern. So wie Iris und Thorsten Dollberg, die das Landidyll Hotel Liesetal im Sauerland führen. Wir sprechen über das Haus, ihre Heimat mit all den Ausflugsmöglichkeiten und Köstlichkeiten und natürlich über sie selbst. Mein Name ist Thorsten Dollberg, bin Inhaber vom Landidyll Landhotel Liesetal. Und wir liegen im wunderschönen Sauerland, wobei wir immer ja ausdrücklich sagen, wir sind das Hochsauerland und nicht das Sauerland. Also der äußerste Zipfel am Rande zu Hessen und topografisch gelegen sind wir zwischen Winterberg und Willingen. Ne? Idyllisch, abseits vom Trubel und in einer wunderschönen, herrlich intakten Landschaft. Anfangs vom Naturschutzgebiet Liesetal, da sind wir zu Hause. Ich bin Iris Dollberg und bin für den Service zuständig und für, ja, in der Küche helfe ich mit bei Desserts und Kuchen, die wir selber backen und halt einfach, ich sag mal, die gute Seele des Hauses. Die braucht es und darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Es sind schon gerade zwei Ortsmarken gefallen, die natürlich bei euch im Sauerland, / Hochsauerland, eine wichtige Rolle spielen, aber lasst uns erstmal weiter über das Naturschutzgebiet reden, denn ihr liegt im Naturschutzgebiet und das ist natürlich auch ein ganz großes Pfund, das ihr habt. Ja, das ist so, weil viele Gäste fragen uns schon mal, ob wir es eigentlich zu schätzen wissen, wo wir wohnen und auch arbeiten dürfen. Und das bejahen wir natürlich immer, weil ja, wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, irgendwo anders mal zu wohnen. Und weil durch die Ruhe, die wir einfach immer hier gewohnt sind, meiden wir auch persönlich privat jeglichen Rummel und genießen lieber die idyllische Ruhe in unserem wunderschönen Liesetal. Ne? Mit dem Naturweg Liesetal, der direkt ab Haus startet und im Grunde genommen in unberührte Natur eigentlich führt. Ausflugsmöglichkeiten gibt es da auch, um die Natur zu entdecken. Sprechen wir gleich noch, aber ich würde gerne ein bisschen was über euer Haus erfahren. Wie viele Zimmer habt ihr? Unser Haus besteht aus 15 Doppelzimmern und einer Ferienwohnung. Und wenn man die Anfangsschuhe von 1958 sieht, hat ja damals noch niemand an Gastronomie gedacht. Und meine Mutter hat dann in 58 mit ein bisschen Fremdenverkehr angefangen, sprich zwei Gästen. Und aus dieser kleinen Pension ist also im Laufe der Jahre dann ein kleines, inhabergeführtes Drei-Sterne-Landidyll-Hotel geworden. Und jetzt seid ihr die Gastgeberinnen und Gastgeber. Iris, du kommst auch aus der Hotellerie? Ich habe Gastronomie gelernt, aber zu Hause hatten wir keine Gastronomie. Thorsten und ich haben uns dann irgendwann mal in irgendeinem Haus, wo wir damals gearbeitet haben, kennengelernt. Ja, und so bin ich dann halt mehr oder weniger in dieses Haus gekommen. Ja, habe es aber nie bereut. Ich mache es halt gerne mit Leib und Seele. Ihr seid Gastgeber und Gastgeberin mit Leib und Seele, mit ganzem Herzen. Wer kommt zu euch? Wahrscheinlich ja auch viele, die immer wieder kommen und die, wenn man einmal dort gewesen ist, immer wieder dem Zauber erliegt. Ja, wir haben also schon den ruhesuchenden Gast, der die Natur liebt, der die Ruhe liebt. Und wir haben schon sehr viele Stammgäste, muss ich einfach sagen, die vielleicht nicht jedes Jahr, aber einen über das andere Jahr doch zu uns wiederkommen, weil sie einfach
genau wissen, was sie erwartet. Und genau das Gleiche wie wir halt. Die lieben auch die Ruhe, die suchen die Wandermöglichkeiten. Nicht nur hier im Liesetal, es gibt ja unzählige Möglichkeiten, die wir hier in unmittelbarer Nähe haben, rundherum. Und auch wenn jetzt einer mal irgendein Städtchen besuchen will, bis nach Winterberg ist es halt nicht weit, wo schon dann Trubel ist, Sommer so wie Winter. Oder Marburg, Frankenberg, wir sind ja direkt an der hessischen Grenze. Welches wirklich schöne Städtchen sind, wo ich auch einfach mal einen Stadtbummel machen kann. Oder nach Bad Berleburg zum Schloss. Also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, die man hat. Dafür haben wir halt eben, ich sage jetzt mal, mit kleinen Kindern natürlich unendlich viele Ausflugsmöglichkeiten, wie die ganzen Seen, die wir hier rundherum haben. Sprich Edersee, Diemelsee, Hennesee, Biggesee. Jetzt ist es ja so, dass, wenn du das jetzt gerade sagst, mit den ganz vielen Seen, die da mit dabei sind, und eben auch solche Orte wie Winterberg, der ja für den Wintersport auch zum Beispiel steht, dann merkt man, ihr seid ein klassisches Ganzjahresreiseziel. Ja, definitiv. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Egal ob im Winter, wie gesagt, zum Skifahren, zum Langlaufen. Also die Wintersportarena Sauerland hat also schon, ein Loipennetz von fast 500 Kilometern und mittlerweile sind wir eigentlich das größte oder hat das größte Schneevergnügen nördlich der Alpen, ne? Mit modernen Sesselliften von 6er bis 8er Sesselliften beheizt mit Kuppel und also von daher ist das schon natürlich für den Winter sehr, sehr prägend. Ne? Und dann hast du es gesagt, oder und auch Iris hat es gesagt, Marburg, Frankenberg. Also man kann auch ruhig mal über den nordrhein-westfälischen Tellerrand rausgucken, denn ihr seid direkt im Grenzgebiet. Aber lasst uns mal über genau dieses Gebiet drumherum sprechen. Also nochmal über das Naturschutzgebiet. Denn da gibt's ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten, die ja von euch aus perfekt zu erreichen sind. Zum Beispiel, ich habe gelesen, so ein Barfußwandern kann man bei euch ja vielleicht nicht im Winter, aber doch zumindest in den Sommermonaten sehr gut. Ja, natürlich, ganz klar. Und das nicht unbedingt nur im Naturschutzgebiet Liesetal, sondern quasi direkt vor der Haustür. Also wer morgens quasi eine Runde Barfußwandern möchte, der geht einfach nur aus der Haustür und läuft 20, 30 Meter und kann durch eine wunderschöne Wiese eine schöne Barfußwanderung machen. Es muss ja nicht unbedingt immer nur, ja, ich sag es mal, die unterschiedlichen Erlebnisse sein, sondern einfach durch taufrisches Gras morgens zu laufen oder im Naturtretbecken, was wir 300, 400 Meter vom Haus entfernt haben, schönes Wassertreten in Verbindung mit dem Barfußwandern. Das ist schon ein morgendliches oder abendliches Erlebnis. Keine Frage. Und für viele ist ja auch die Entspannung pur, durch den Wald zu gehen. Auch da gibt's interessante Dinge zu entdecken, denn Bäume und Wälder sind mehr als nur das, was man sieht, sondern es gibt viele, viele tolle Möglichkeiten, auch ein bisschen was darüber zu erfahren, ne? Oh ja, das haben wir auch schon selber natürlich erfahren und mittlerweile arbeiten wir mit einer Waldpädagogin zusammen, die ja so Waldbegegnungen macht mit Kräuterkunde, mit Pflanzen generell, mit Bäumen, einfach diese heimischen Naturprodukte den Gästen einfach auch mal wieder näher zu bringen, weil viele kennen ja schon gar nicht mehr den Unterschied zwischen einem Kleeblatt oder einem Löwenzahnblatt oder einer Buche und einer Eiche. Und da ist es schon teilweise manchmal sehr interessant, ja, was man im Wald alles so sieht, findet, riecht, schmecken kann, essen kann. Und das ist schon, ja, für viele manchmal sehr beeindruckend. Schmecken und essen, perfekte Stichworte für das, was man bei euch natürlich auch super gut kann. Denn Landedel-Hotels, das sind natürlich Hotels, die stehen dafür, dass regionale Produkte verwendet werden, dass regional auch gekocht wird. Und da bist du ja der absolute Spezialist, denn du bist nicht nur der Gastgeber, sondern du bist auch der Küchenchef. Ja, so ist es. Also der Mann für alle Fälle. Also nicht nur Inhaber und mit Iris zusammen der Chef des Hauses, sondern ich zeichne auch für die Küche verantwortlich, wobei ich das nicht ganz allein mache, sondern natürlich Unterstützung von meiner Frau jeden Tag habe. Und unsere Philosophie, das heißt die Regionalität, liegt uns schon sehr, sehr am Herzen. Und ich möchte nicht sagen, fast alles ist regional, aber doch
Zum großen Teil. Also wenn ich nur mal das Beispiel, das Fleisch nehme, das Sauerland-Höhenvieh, was wir von einem heimischen Bauern hier aus dem Ort bekommen und quasi auch from nose to tail verarbeiten. Das ist eines, wir haben die Fischzucht hier vor Ort. Wir verarbeiten also gar keinen Meeresfisch mehr. Das sind so zwei Produkte. Dann geht es weiter mit dem Imker, den wir hier im Ort haben. Wir bekommen unseren Honig dann dorthin. Wir haben die Kaffeerösterei in unmittelbarer Nähe. Zwar kommt der Kaffee natürlich nicht von hier, das ist klar, aber er wird hier geröstet, verarbeitet, und das sind natürlich Produkte, die ja, die einfach einen hohen Stellenwert geben und auch für die Gäste einen hohen Stellenwert haben, ne? Dass man diese Produkte durch kurze Anfahrtswege, durch die eigene Verarbeitung dann eben zu einem noch exklusiveren Produkt macht, wie es so eigentlich schon ist. Ja, da haben wir die Thematik Nachhaltigkeit, Wertschätzung, und das gebt ihr natürlich auch in eurem kulinarischen Konzept weiter. Ja, das kulinarische Konzept ist bei uns zwar sehr einfach gehalten. Also wir haben uns entschlossen, auch diesen à la carte Betrieb ganz einzustellen, da wir erstmal ein sehr kleiner Betrieb sind und mit nicht sehr, sehr viel Personal arbeiten, und wir uns gesagt haben, wir konzentrieren uns auf unsere Hausgäste, und die bekommen abends immer ein regionales Dreigangmenü mit heimischen Produkten, ganz klar. Was gibt's denn da so? Du hast das Höhenvieh schon angesprochen. Ich hörte aber auch und las, dass du eine ausgezeichnete Forelle machst. Ja, zum Beispiel. Das ist also die Forelle, die wir hier von einer Fischzucht bekommen im Nachbarort. Und wie Saibling, wie Lachsforelle oder die Bachforelle. Das sind zwar jetzt nicht die große Auswahl an Produkten, aber wir sagen uns lieber die Auswahl etwas kleiner halten und dafür aber regional beziehen, hat für uns halt einen großen Stellenwert. Absolut, absolut. Iris, du bist für die süßen Sachen zuständig oder für den Nachmittag, für Kaffee und Kuchen etc.? Das hast du eingangs schon so anklingen lassen? Ja, also ich backe grundsätzlich jeden Kuchen selber, wenn es auch geht mit, klar, Obst aus der Region, vom Apfelkuchen angefangen, bis in der Erdbeerzeit natürlich, das ist hier sehr schwer, bis die Erdbeeren, das wird halt sehr spät, bis die Erdbeeren reif sind, aber schon, die kaufen eigentlich gar keinen Kuchen selber, mache die Marmeladen selber von heimischen Früchten, die wir viel von meinen Eltern aus dem Garten oder aus der Nachbarschaft, ganz viele fragen, könnt ihr das gebrauchen, und dann versuche ich natürlich auch immer irgendwas daraus zu machen, egal ob es die Johannisbeeren sind oder die Äpfel, Birnen, Marmeladen, Desserts. Das mache ich einfach gerne und es kommt auch gut an. Ich probiere halt auch gern was aus, dass ich dann irgendwelche Marmeladen mit den Kräutern aus unserem Garten mische. Ach was. Und zum Beispiel eine Birne mit Thymian oder Apfelbirne, okay. Estragon, solche Sachen. Und ich probiere das einfach gerne aus. Und wenn ich es selber für gut befinde, dann gebe ich es auch weiter. Ansonsten mache ich es nur einmal. Iris, das sollen ganz köstliche Marmeladen sein, wie ich hörte. Und jeder, der da ist, der sollte sie auf jeden Fall probieren. Und wenn man dann sagt, mag ich gerne, kann man die ganzen Leckereien auch mit nach Hause nehmen. Genau, die kann man bei uns im Hofladen oder in unserem kleinen Online-Shop natürlich auch erwerben, klar, natürlich. Und eine selbstgemachte Marmelade schmeckt halt auch immer besser als eine gekaufte. Dollbergs Lädchen heißt das Ganze, ne? Genau. Aber man muss nicht nur Gast sein oder braucht man nicht Gast sein, um zu euch zu kommen und dann einzukaufen, sondern ich glaube, das macht der ein oder andere auch so. Genau, wir haben also im Sommer steht die Tür vom Lädchen eigentlich immer schon mal auf, wenn es das Wetter hergibt, und selbst der durchgeht und sich vielleicht mal eben bei uns auf Terrasse ein Bier trinkt oder einen Pott Kaffee, guckt einfach schon mal rein und nimmt sich das ein oder andere mit. Wir haben also da sehr viele Sachen aus der Region. Nicht nur unsere selbstgemachten Sachen, sondern auch Sachen aus der Region, wie den Kaffee zum Beispiel oder Senf aus der Senfmühle. Also was rundrum liegt, und Nudeln haben wir auch von einem, der aus der Nähe hier Nudeln herstellt. Also von daher Sachen, die wir selbst verwerten und auch dann im Lädchen verkaufen. Die Landidyl Hotels haben auch ein ganz tolles Gästemagazin. Und da, Thorsten, hast du
auch so ein bisschen für den heimischen Bärlauch Werbung gemacht und da bist du auch ganz stark, was die Kräuter angeht und ja, Bärlauch liegt dir auch am Herzen. Ja, schon, weil Bärlauch einfach ein unwahrscheinlich tolles Produkt ist, wo man so viel mit herstellen kann und wir stellen zum Beispiel unser Salz, das Bärlauchsalz, neben unserem Kräutersalz, was eben aus dem heimischen Garten kommt, die Kräuter. Aber trotzdem ist der Bärlauch natürlich, weil er eben speziell auch nur in einer gewissen Zeit wächst, ja schon sehr speziell. Und da gehen wir natürlich gerne entweder privat oder auch mit unseren Gästen einfach mal in den Wald, wo wir so ein paar Stellen kennen, die Geheimtipps sind und wir ein bisschen Bärlauch dann für uns sammeln. Und zu Pestos, zu Bärlauchsalz oder Suppen oder Aufstriche dann verwerten. Und wir haben da so ein schönes Arrangement für Gäste, die so 2-3 Tage bleiben wollen und mit mir persönlich dann Bärlauch sammeln gehen, nachher ein bisschen kochen. Und zum Schluss gibt's dann noch ein bisschen Pesto oder einen Aufstrich zum Mitnehmen mit nach Hause. Das hört sich lecker an und was ich so hörte, kommt das auch sehr, sehr gut an. Genauso wie euer Haus, das klein, aber sehr, sehr fein ist. Also 15 Zimmer und eine Ferienwohnung. Ihr habt es gerade schon gesagt. Das bedeutet, man kann mal für einen Kurzurlaub, aber ruhig auch ein paar Tage länger vorbeischauen. Keine Frage. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir gerade so in der Frühjahr, Sommer, Herbstzeit natürlich oft auch Wochengäste haben, die eine Woche wirklich aus unserem Portfolio schöpfen und bei schlechtem Wetter einfach mal einen Städtetrip machen, bei gutem Wetter den Rucksack anschnallen, vielleicht noch ein Lunchpaket für unterwegs, sich morgens vom Frühstücksbuffet machen oder eine Runde auf das E-Mountainbike natürlich sich setzen und die Möglichkeiten sind enorm viel. Gerade was die E-Bikes oder Mountainbiken an sich angeht, da seid ihr in der Region auch ganz stark, ne? Ja, das kann man schon sagen. Es gibt ja hier bei uns im Sauerland die sogenannte Mountainbike-Arena. Und das ist also ein weitläufiges Streckennetz, wo wir quasi an zwei Strecken auch direkt dran liegen mit unserem Standpunkt. Von daher kann man im Grunde genommen ab Haus direkt in die Mountainbike Arena oder auf eine Strecke der Mountainbike Arena einsteigen und Touren machen in unterschiedlichen Längen natürlich von 10, 20, 40 oder auch 70 Kilometern. Ne? Das klingt sehr gut und auch bei euch da der perfekte Ausgangspunkt. Jetzt haben wir wirklich euer Haus schon sehr, sehr gut kennenlernen dürfen. Wir wollen ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen dafür werben, beziehungsweise wollen unseren Hörerinnen und Hörern einfach schon mal ein Gefühl geben, wer dann dort auf sie wartet. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wollt? Ja klar, wir hätten wahrscheinlich sehr, sehr viel zu sagen, aber im Grunde genommen, jeder ist willkommen. Und einfach testen. Und bisher waren, glaube ich, die letzten Tests aller Gäste, die wir hatten, immer positiv. Das merkt man daran, dass die Gäste, die einmal da waren, auch immer mal wieder kommen. Dankeschön, Iris und Thorsten vom Landidyll Hotel Liesetal im Sauerland. Und so wie in dieser Folge stellen wir regelmäßig eines der Landidyll Hotels vor. Damit habt ihr alle Informationen aus einer Hand. Hört schon mal, was und wer euch erwartet. Und vielleicht ist das ja dann genau der richtige Moment, bei uns im Netz unter landidyll.com zu stöbern. Ihr könnt dort auch ein kostenloses Gastgebermagazin bestellen oder direkt als Online-Blätterkatalog anschauen. Und auch auf Facebook und Instagram bekommt ihr regelmäßig Tipps, Geschichten und Urlaubsideen aus den Hotels. In unseren Shownotes haben wir alle Links und Kontaktdaten für euch zusammengetragen. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne. Hinterlasst uns eine Bewertung und erzählt anderen davon. Bis zum nächsten Mal bei unserer landidyllischen Reise. Das war Ab aufs Land, der Podcast der Landidyll-Hotels und Restaurants für Reisen in die schönsten Regionen Deutschlands. Dieser Podcast ist eine Produktion von Feuer und Flamme, die Agentur, für den Landidyll e.V. Redaktion Leonie Stolz. Produktion und Moderation Andreas Wurm.